Die Zeit der Pandemie hat 8 Künstler der Ateliergemeinschaft dazu bewogen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie eine Welt nach der Pandemie aussehen könnte. In den vergangenen Monaten sind 21 Werke entstanden. Abstrakte und figurative Malerei sowie Collage und Assemblage. Die Bilder greifen verschiedene Szenarien einer postpandemischen Welt auf. Sie sind ab dem 19. Juni 2021 in der Ausstellung Postpandemische Visionen zu sehen. Wir wollen Ihnen nun einige der Exponate vorstellen. Hier sehen wir das Bild Pandemic Silent Heroine von Sophie Marlene Sanchez. Es wurde mit Acryl und Tusche auf einer rosafarbigen Pappe gemalt. Als Hauptmotiv sehen wir eine liegende Frau. Sie trägt ein transparentes Kleid und ihr Blick schweift verloren am Betrachter vorbei. Die Darstellung zeigt die Frau im Zentrum des Pandemiegeschehens. Mit ihrer Hand berührt sie ihr Geschlecht. Ein besonders auffälliges Merkmal daran ist der schwarze Tuschefluss, der aus dem Körper der Frau hervortritt. Der Betrachter bekommt den Eindruck, etwas sei nicht in Ordnung. Die Frau wird durch die Pandemie auf ihre Rolle zurückgeworfen. Das Gefühl von Schmerz tritt auf. Im Kontrast dazu steht der roséfarbige Hintergrund. Wir sehen hier die Verletzlichkeit der Weiblichkeit. Wir sehen hier ein Diptychon mit dem Titel Neuanfang und Aufatmen von Mariola Wirkis. Wirkis wählte für ihre Bilder die Farben des Frühlings, Cölinblau und Rosé, um das Aufatmen in eine bildliche Darstellung zu bringen. Sehen wir hier den Fujiyama, der in Japan als Gott verehrt wird? Die Titel bezeichnen, in welche Richtung Wirkes postpandemische Vision geht. Befreiung von der allgegenwärtigen Beklemmung, Angst und Sorge. Das Leben erblüht, die Menschen atmen auf. Freude und Leichtigkeit kehren zurück, schreibt sie. Interessant ist auch der Duktus. Senkrecht und waagerecht verlaufende Pinselstriche im unteren Teil, ein punkthafter Duktus für den Rumpf und das Gesicht, ein flächiger Farbauftrag für den Hintergrund. In ihren Bildern ist die Erleichterung zu spüren, dass die Pandemie vorbei ist. Here Comes the Sun. Das Bild von Benjamin Durd hat nicht nur durch seine Größe von 1,40 x 2,50 m eine besondere Wirkkraft. Es zeigt zahlreiche Motive, darunter Menschen, vor allem mutierte Menschen, Tiere, Objekte wie die Kerze oder die Popcorn-Tüte, aber auch Kunstobjekte wie die eingehüllte Venus. Was der Künstler auf seinem Bild stattfinden lässt, ist Storytelling. Bei dem bereits mutierten Menschen, der Tiere ist, nimmt das düstere Schicksal der Menschheit seinen Lauf. Das Bild zeigt den Menschen in all seiner Überheblichkeit. Man sieht es zum Beispiel durch die mittig dargestellten Figuren, die erhaben in ihren Rüstungen thronen. Und um sie herum herrscht bereits das Desaster. Das Thema Vergänglichkeit zeigt sich in Motiven wie den Skeletten. Aber auch diese trotzen ihrem Schicksal und frönen dem Genuss von Popcorn. Die gebrochenen und ins Pastell reichenden Acrylfarben, die der Künstler verwendet, lassen das Bild trotz seiner Düsternis verspielt anmuten. Das Bild von Petra Steppert heißt Himmel 7. Steppert wendet bei ihren Bildern eine ganz eigene Technik an und es ist interessant, ihr zuzusehen. Die hauchdünn aufgetragene Acrylfarbe wird mit Wasser angesprüht und dann mit einem breiten Pinsel verblendet, in Anlehnung an das englische Wort Blending. Dieser zwar geizig, aber hundertfach wiederholte Lasurauftrag bringt in das Bild eine besondere Tiefe. Das Bild ist während des Lockdowns entstanden, schreibt Steppert. Dunkle Wolken, die von unten aufziehen. Alles hat sich verdüstert.
Doch der obere Teil zeigt das Aufbrechen und das Blau, das immer bleibt, wenn auch im Verborgenen. Die Farbwahl ist ebenfalls besonders. Gedeckte Farben, nur ganz wenig Weiß, selbst das Himmelblau ist abgetönt ins Grau. Das Bild Invasion ist ein 1,50 x 2,10 Meter großes Gemälde der Künstlerin Katharina Siebert. Siebert verwendete für die Darstellung des Bildes Acryl und Öl auf Leinwand. Interessant ist, dass sie den stillen Hintergrund in Acryl malte, die eigentlich lebhaften Motive, die sich im Vordergrund der Darstellung befinden, die Tiere, sind jedoch in einem lebendigeren Duktus in Öl gehalten. Das, was in Sieberts Darstellung vor allem lebendig ist, sind die kräftigen Farben Rheingelb und Magenta. Doch auch die Farbkomposition bricht, denn wir finden auch stark gedeckte Farbtöne wie Olivgrün und Sienna im Bild. Das Bild zeigt eine von Menschenhand geprägte Umwelt, die ins ökologische Ungleichgewicht geraten ist. Die Szenerie ist von Tod und Verderben geprägt. Degenerierte Tiere. Der Strom fällt aus, Atom- und Kohlekraftwerke explodieren und zerstören die Umwelt. Somit sehen wir den Himmel in einem schwefligen Gelb und auch der Pestdoktor erscheint cartoonmäßig auf einem abgestorbenen Baum. Wir sehen hier das Bild Traces 2 von Katharina Rebecca Haake aus der Serie Traces. Haake fertigt Assemblagen mit Wachs auf Leinwand an. Natur- und Alltagsgegenstände werden in Wachs getaucht und auf die Leinwand aufgetragen. An dieser Technik fasziniert Haake die Konservierung und Bändigung, gar Züchtigung von Materialien. Materialien in dem Bild Traces 2 sind Blüten und Blätter von geschenkten Blumensträußen. Die Serie hält jeweils einen Zeitraum fest, in Traces 2 den Frühling. In der Mitte befindet sich eine abstrahierte Corona-Maske mit einer trichterförmigen Öffnung. Hier sammelt sich vieles, wie in einer echten Maske. Und unten läuft es heraus, um oben wieder eingefüllt zu werden. Ein ewiger Kreislauf. Wir sehen hier das Bild von Johanna Hodler mit dem Titel Screens. Der Titel Screens ist hier treffend gewählt. Auch nach der Pandemie wird die Kommunikation über Bildschirme, also zweidimensional, insbesondere unser Arbeitsleben beherrschen. Hodler schreibt: Screens, überall und in noch größerem Stil als bisher. Eine neue Form der gesellschaftlichen Sozialisation. Ein Lebens- und Arbeitsraum, zusammenführend und trennend, indem man sich verlieren kann. Hodler hat hier wieder ihre One-Line-Technik angewandt, bei der der Stift nicht abgesetzt wird. Die Screens sind mit dick aufgetragenem Lackstift gezeichnet, was dem Bild einen reliefartigen Charakter gibt. Das Bild ist monochrom gehalten, der Hintergrund verläuft von dunkel nach hell. Screens forever. Hier sehen wir ein einmal 1 Meter großes Gemälde von Tabitha Kaniel. Es heißt Vorverglüht und ist Acrylmalerei auf einer 4 cm tiefen Objektleinwand. Das Bild wurde in besonders kräftigen Farben gemalt. Dadurch erhält es eine besonders starke Leuchtkraft. Es fällt auf, dass die Künstlerin vornehmlich Primärfarben verwendete und 2 Sekundärfarben. Wir sehen auf dem Bild die Abstraktion eines Farbkreises. Das alleinstehende Motiv in der Mitte mutet an wie ein energiegeladener Ball, eine Sonne, die expandiert, vielleicht die Corona. Doch wohin, das bleibt ungewiss. Der in hoffnungsvollem Blau gehaltene Hintergrund verrät es uns nicht. Er lässt die Energie im freien Raum schweben. Wir hoffen, unser Rundgang durch die Ausstellung hat Ihnen gefallen.
Sie ist noch bis zum 4. Juli zu sehen. Kommen Sie gerne vorbei. Alle Infos und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Wir freuen uns. Ciao!